Drei, zwei, eins, tada! Töre. Oh, Terrain, nicht Tüdelü Tüdelü. kommt heute mal später. Okay. Hat das einen besonderen Anlass? Ich dachte, man kann ja mal das Folgenthema wie auch letztes Mal schon so ein bisschen anteasern. Okay. Terreur ist ein sehr beliebtes Wort meines kleinen Sohnemannes für so Ah, ein okay. Tier mit langem Rüssel, sage ich mal. Ach so, ein Tier mit langem Rüssel. Okay, alles klar. Okay, du lachst Okay. schon wieder so. Also kann ich jetzt nicht arbeiten, André. Du gehst schon direkt in der ersten Minute in so eine nicht jugendfreie Sendung, Was? nicht jugendfreie Was? Richtung. Du so Nie, nie im kicherst, wenn ich Leben. sage langer Rüssel. Nee, Quatsch. Nee. Ich dachte eigentlich jetzt eher so, du wolltest damit anfangen, dass der jetzt besonders gerne Benjamin Blümchen hört oder sowas. Und Exakt. da. Nee, so weit sind wir noch nicht, aber natürlich geht's um Elefanten. Und damit, meine Damen und Herren, Ah. damit, ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Leitwölfe. Heute mit dem Thema Elefanten. Genau, Warum sind sie so grau? Warum haben sie einen Rüssel? warum sind manche braun? Wo ist der Unterschied zwischen Ja. afrikanischen und asiatischen Elefanten? Hat Hannibal wirklich 300 Elefanten über die Alpen gejagt? Und Was hat Hannibal mit seinen Elefanten eigentlich mit Hannibal Lecter zu tun? Okay. gut, und da sind wir schon bei einem Punkt, dass es nichts damit zu tun hat, und dann bei einem Punkt, dass das eigentlich nichts auch mit unserem Thema heute Genau, und natürlich zu tun sind wir vollkommen jugendfrei heute, weil unser ja. Thema ja sowas von jugendfrei heute ist, denn unser Thema heute ist, was ist es? Ja, Familie und KKG. Ja. Und jetzt. Nicht Kokain, Nein. auch nicht TKKG, obwohl es auch was damit zu tun haben kann. KKG fanden wir cool, weil Family Business, darum wird es natürlich heute gehen, wenn es um Familie geht, als Thema Ja. dieser Folge. Aber wir hatten ja schon mal Berufsbusiness. Ja. Und deswegen Familie und KKG. Ja. Auf geht's. Nicht KG, sondern KG. Ja, Sind wir genau. beim KKG. KG-Thema und Kakao-Thema. Aber Kakao wird eventuell ja eine Sache, die noch später nochmal genannt werden wird. Aber egal, gucken wir uns mal an. Nee, Oh, hier wird Familie. schon geteasert und Nein, gedingst. geteasert habe ich ja heute schon bei unserer Facebook-Seite und auch in meinem WhatsApp-Status mit einem Bild, das eventuell ja schon den einen oder anderen auf eine Fährte gelockt hat. Ob es die richtige ist, werden wir gleich sehen, weil ich glaube nicht, dass es sehr viel verraten hat. Ja, Familie an sich, aber jetzt sagen wir mal, der Entstehungsprozess der Familie ist, glaube ich, nicht immer so jugendfrei, aber ja, es war ein Thema, glaube ich, das hat deine Frau gewünscht, ne? Helena hat sich da irgendwie gesagt, okay, ich würde mal gerne was hören über Familie. Stimmt das oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Das ist richtig und es ist fast schon ein bisschen unheimlich, weil sie in der Sekunde, wo du das gerade einführst, ihren Kopf ganz neugierig hier reingesteckt hat. aber ich weiß gar nicht, was ich hier alles sagen darf. Aber das stimmt tatsächlich, dass meine Frau so als sehr kritische und konstruktive Zuhörerin das Thema mal so mit in die Waagschale irgendwann geworfen hat. Redet doch mal über Familie. Und dann habe ich dir das weitergegeben und du hast wie immer gesagt, ja. Mal. Gut, was soll ich auch? Was? Warum soll ich auch sagen? Nein. Fun Fact, diesmal war es ausnahmsweise mal nicht in einer Dienstbesprechung. Ja gut, die letzten Ideen sind allesamt nicht in der Dienstbesprechung ja besprochen worden, weil momentan ja keine Genau, stattfinden und das ist harter Tobak für unsere Kreativität, ne? Absolut, absolut. Im Übrigen an unseren Arbeitgeber, auch das Land und das Ministerium, wir müssen ganz klar sagen, mir wurde das so in meiner Lehrerausbildung beigebracht. Ja, also ich erinnere mich, als ich mit meinem Fachleiter einmal einer seiner Dienstbesprechungen beiwohnen sollte auf seine Empfehlung, um das auch mal so zu erleben als junger, frisch motivierter Referendar. Oh, Und motiviert, das sehr Erste, gut. was er machte, als es dann da losging, war, er packte alle möglichen Sachen aus, Bücher und Sachen, die er dann da studierte und Hausaufgaben und irgendwelchen anderen Kram noch und guckte ich so zu ihm rüber und er sagte nur, Herr Theisen, das ist ganz wichtig. In eine Dienstbesprechung müssen Sie sich immer Sachen zum Arbeiten mit reinnehmen und Sachen, an denen man werkeln und auch kreativ und so weiter sein kann. Und das wurde mir so beigebracht in meiner Ausbildung, ne? Also, Ja.
Deswegen, und ich denke bei dir bestimmt auch. Naja, wie gesagt, das ist ja, ich war ja schon vorher, bevor ich ins REF ging, ja schon Lehrer. Da hat man eh einen ganz anderen Bezug zu der Thematik. Man kennt ja schon eigentlich. Guckt mich an, ich Nein, kam schon als Lehrer auf die Welt. Hallo. nee, das nicht, aber ich war ja vorher, wie ja schon ein Jahr, und habe ja vorher auch schon Erwachsenenbildung gemacht, und da kennt man schon so ein bisschen das Prozedere und weiß, dass da alles nicht so. Naja, man, ne, das ist wie beim Abitur mit der Entmystifizierung, also dieses ganze Tohuwabohu und dieses ganze Hohoho, Die drumherum. Entzauberung des Genau. Abiturs. Die Entzauberung halt hier auch dann der Dienstbesprechung, wenn man so will. Ja, Naja. wobei ich war auch, also Feuerwehr hieß das bei uns zwar nicht in Rheinland-Pfalz, war ich ja noch, bevor ich dann mein Referendariat im schönen Saarland antrat. Aber da hatte ich jetzt nie den Genuss, in eine Dienstbesprechung oder irgendwas mit reinzugehen. Dafür war ich dann wohl doch nicht wichtig genug oder Ja gut, habe okay, mich das nur davor kann gedrückt. natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein. Aber wir schweifen ab. Wir wollten eigentlich ja eng beim Thema bleiben. Ja, Familie ist heute unser Thema. Und ja, Definition, mein Freund. Wie schaut's aus? Was definieren wir als Familie? Ja, ich denke, wir haben bewusst jetzt keine dämliche Definition aus dem Duden oder so rausgesucht, oder hast du das? Nee, natürlich Weil nicht. das ist natürlich ein Begriff, ich denke, das ist ein Begriff, den wir doch mal definieren können. Ganz genau. So einer von den Begriffen, die so allgemein sind, dass sie ja, dass man nie darüber nachdenkt, die zu definieren, oder? Ja, aber ich glaube, dass die Definition ist auch ein bisschen Kultursache, ein bisschen Traditionssache, ein bisschen persönliche Sache, ne? Also Familie zum Beispiel bei den Römern in der Antike, gerade was jetzt auch so das Erbrecht oder das auch die Möglichkeit von Adoptiv Kindern und sowas hier anbelangt, ist ja ein ganz anderer Ansatz als jetzt das Moderne, was wir als Familie verstehen würden. Ne? Oder halt auch eine bürgerliche Familie vor 150 Jahren ist noch was anderes als eine Familie heute, eine Arbeiterfamilie sowieso. Ne? Wenn man jetzt allein sich die räumlichen Gegebenheiten vorstellt oder auch die Möglichkeiten der Heirat, und zwar noch bei Irrungen und Wirrungen, ne? Deinem Werk vom letzten Mal. Ja, dass auch durchaus ja, da es Eheverbote oder sowas ja auch gab, obwohl das rechtlich eigentlich erlaubt war, aber gesellschaftlich nicht gern gesehen war, ne? Jetzt Ja. spoiler mir nicht, ich bin immerhin bei Seite 120 mittlerweile angekommen. Wow, cool. Hast du mal mittlerweile den Playmobil-Film geguckt? Wahrscheinlich nicht. Nee, der spoilert mir das ja dann auch. Deswegen, ich Dann bin da müsste. ja so spannend drin. Ich sauge ja jedes Wort Ja, ne, aus ja. Fontanes Werk hier so in Werk mich ein. auf. Das ist ja der Grund, warum ich so lange brauche. Ja, Ne? okay, alles klar. Okay, nee, bleiben wir bei der Definition vielleicht. Die Frage ist natürlich auch, wie grenzt man zum Beispiel, also zwei Gegenpole, sind das Gegenpole, Familie und Freunde, ne, voneinander ab? Da wird ja mal gesagt, ja, Familie, ja, die ist halt da und die Freunde sucht man sich aus. Das wird ja eigentlich eher die Familie downgraden und die Freunde upgraden, ne? Das wäre also ein Ansatz, wo man halt drüber reden könnte, was jetzt vielleicht eine Sache wäre. Andererseits heißt es ja, Blut sei dicker als Wasser. Ne? Ist ja auch nochmal so eine andere Redensart, die ja genau das Gegenteil ja meint, dass die Familie im Endeffekt dann doch enger wäre als der Freundeskreis. Gerade wenn wir jetzt Ja. fucking Corona uns ja ansehen, wo das Sozialleben ja quasi auf genau diese Kernfamilie sogar zusammengeschmolzen ist. Ist das ja ein Begriff, mit dem man einfach auch momentan auskommen muss, ne? Wie handelt ihr das zu dritt? Wie handeln wir das aktuell noch zu fünft? Ja, das wären halt so Sachen natürlich, ne? Und eine andere, dritte Kategorie wäre ja dann sowas wie Blutsbrüderschaft, ne? Oh. Ja, um den Karl May auszugraben jetzt. Um damit auch die älteren Semester unter den Hörern mal hier anzusprechen. Also, was heißt ältere Semester? Unser Kollege Stefan Leidinger wird jetzt wahrscheinlich freudig vor dem Empfangsgerät hochspringen und sagen: Ja, genau, Winnetou, Old Shatterhand und Old Surehand und ja, durchs wilde Kurdistan und dreimal Und zurück. Old Zitterhand. Genau, ja. Hast du Karl May gelesen eigentlich? Nee, auch hier bin ich wieder Hm?
Die berühmten 3 bis 30 Jahre zu jung für. Oh, leck. Die berühmten 3 bis 30 Jahre. Ja, aber Karl May ist doch. Also ich muss gestehen, jetzt, Achtung, ich habe auch die Klassiker, eigentlich so Winnetou oder sowas, habe ich auch nie gelesen. Ja, also sind das Klassiker? Ich meine, es sind klassische Figuren, die man als Deutscher kennt. Die Jüngeren Ja. jetzt schon nicht mehr, aber unsere Generation noch. Aber ich habe die Filme auch nie wirklich gesehen, ne? Vielleicht Ja. ist bei mir auch so ein Ding, dass ich ja also Cowboy, Indianer, Gedöns, so zwar an Karneval Ja. ganz, ganz gut abgefeiert habe als junger Knabe, aber jetzt nie so mega krass der Western Freund war, glaube ich. Nee, also nee. Nee, ich auch nicht. Ich habe zwar auch die Filme gesehen mal, kann aber jetzt, sage ich mal, auch wirklich keinen richtig, wirklich nacherzählen. Mein Opa, mütterlicherseits, der hat sehr gerne Western geguckt und natürlich auch die Karl-May-Sachen dann halt, die Verfilmungen. Da habe ich durchaus was mitgenommen, aber halt, wie gesagt, nicht zusammenhängend. Ich habe mir irgendwann mal eine Karl-May-Box gekauft für 5 Euro im damals noch existierenden Weltbild, obwohl, gibt es immer noch, ich weiß es nicht. Aber ja, das war halt so eine CD-Sammlung, aber halt von diesem Arabien-Zyklus. Das habe ich mal gehört. Da war ein cooles Feature drin, halt immer mit so biografischen Sachen auch zu Karl May. Das war sehr interessant. Aber eigentlich gelesen, und jetzt kommt's, habe ich nur 4 Bände. Und die sind ganz, ganz, ja, weit in der Zählreihe. Ich glaube, der hat ja ungefähr 100 oder 110 Romane geschrieben. Ich weiß es nicht 100%. Gibt es auch unterschiedliche Einteilungen. Und ich habe den Zyklus der Familie Greifenklau gelesen. Bei meiner Großtante, und das war schon bei ganz vielen geilen familiären Beziehungsnamen, in deren Bibliothek standen alle Karl-May-Bände in so einer Sonderedition quasi, die irgendwann mal rauskamen und die sich gekauft haben. Die Und schön viel Staub außen und innen bereithält. ja, eigentlich, Na? ja, also die 4, die ich dann gelesen habe, ja, dann mehr. Das war halt, das ging, der Weg nach Waterloo ist der erste dieser 4 Bände und geht dann weiter mit Das Geheimnis des Marabu, Der Spion von Autry und Die Herrin von Greifenklau ist das letzte Buch. Das klingt auch so, also Karl May hat gar nicht nur so klassische Cowboy-Indianer-Stories Nein, nein. Werke Nein. publiziert, ne, sondern auch andere Sachen. Ja, dieser Arabien-Zyklus ist ja auch nicht Cowboy und Ja, Indianer, aber stimmt, stimmt, ja. Aber wie gesagt, ja. da bin ich total unbelesen. Also es tut mir auch sehr leid, aber da bin ich ganz, fast ganz raus. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht der Mega Cowboy, obwohl ich ja auch Englischlehrer bin. Also so hat ja einen Bezug zumindest einen groben auch zum historischen Kontext so, ne? Und aber jetzt bin ja trotzdem. Nee, aber mein aktueller Bezug ist einfach nur der, dass ich Red Dead Redemption auf der PS4 gezockt Ja. habe. Ja, ein bisschen was gelernt. Zum Beispiel, wie man auf offener Prärie ein Feuer macht und sich dann da ein Süppchen, einen Eintopf macht. Also, ist schön, lecker gewesen. Mega, Aber mega. Ah, aber zum ja, Thema. da ist aber, wenn du das so gerade sagst, wie man auf offener Brühe ein Feuer macht und vor allem Bohnen in einer Pfanne zubereitet, das sind jetzt wirklich Western, in Anführungszeichen, die ich wirklich sehr oft gesehen habe. Und das sind die Italo-Western mit Bud Spencer und Terence Hill. Also, die sind natürlich legendär. Ne? Aber es kommt schon bestimmt auch noch, Bud Spencer, Terence Hill, kenne ich nicht, dafür bin ich noch mal zu jung. Nein, mein Freund, die kenne ich schon, aber ich Ja. habe. Oh, Running Gag. Nee, aber ich bin nicht so ein Bud Spencer Mega-Fan. So gibt es ja die wirklich jeden Film da kennen. Also jetzt nicht, aber schon die Bud Spencer Terence Hill Filme kenne ich, auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Nee, das ist auch so ein Ding, die sind immer noch mal, also legendär, wenn man die sich anschaut, egal welche. Am besten natürlich mit beiden zusammen. Gibt natürlich auch gute, wo die einzelnen dann auftreten. Ne? Also sie nannten ihn Mücke zum Beispiel, ist ja ein klassischer Bud Spencer Solo-Film. Naja, gut. Lucky Luke mit Terence Hill allein fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber okay, da ist die Don Camillo-Reihe, glaube ich, besser. Aber Gut, egal. Ja. also haben wir eine Definition für die Familie abgegeben? Nein. Nein, aber wir haben Eine mehrere Möglichkeiten ja benannt, ne? Familie, Kernfamilie, ein Begriff, der ist jedem klar. Wir Ja. gehen mal einfach ein bisschen tiefer rein, würde ich sagen. Ja.
Family Business, die Familie als Betrieb, in Anführungszeichen. Würdest du das so unterstreichen, eine Familie an sich, also zumindest die, mit der man auch wirklich in einem Haus gemeinsam lebt, also wie eine Art Betrieb zu betrachten? Geht diese Analogie? Oh, sorry, ich musste jetzt nur gerade an was denken. Und zwar, ja, also es gibt ja so bei Alf in einer Folge so die Frage, als Lynn studieren gehen möchte, was ich studieren kann. Dann sagt Willy, ja, wir haben bei uns so einen Spruch gehabt, wer was kann, studiert, was er will, und der Rest studiert Kunstgeschichte. Und dann sagt Kate, ich habe Kunstgeschichte studiert. Und das ist natürlich der Familienkrach vorprogrammiert. Und Ei, ei, ei. wir hatten das im Studium abgewandelt, ne? Wer was kann, studiert, was er will, und wer nichts kann, studiert BWL oder Jura. Und ich würde jetzt genau diese beiden Fächer ja hier aufgreifen, wenn man die Frage stellen, ja, ist Familie Business, ne? Und da muss man, ja, ist das ein Unternehmen? Das wäre also unser BWL-Ansatz, ne? Beziehungsweise eher, also nee, BWL-Ansatz, ja. Und die andere Frage ist ja natürlich die rechtliche Sache. Und rechtlich gesehen hat ja zum Beispiel auch die Hochzeit, ne, und Familie hat ja nicht unbedingt was mit Liebe zu tun, ne? Sondern da geht es ja eher um Pflichten als um Gefühle, ne, in dieser Geschichte. Und so ist ja auch, sag ich mal, ja, insgesamt die Wichtigkeit der säkularen Ehe, ne, die Ja, irgendwann ja, so ja, ja. wichtiger wurde als die vor dem Altar, ne, geschlossene Ehe. Das ist ja für. Eiskalt, ganz objektiv von dir auseinandergenommen. Also wir sehen Ja. schon, André macht genau da weiter wie letzte Folge, diese Entmystifizierung, Entzauberung von sehr hochwertig aufgeladenen Begrifflichkeiten, wie Ja. jetzt hier die Familie und die Ehe. So, und dann kommen wir nochmal zu unserem BWL-Ansatz, ne? Also das Unternehmen Familie ist ja dann eine Wirtschaftsgemeinschaft, ne, die gemeinsam in dem Fall ein Zusammenleben ja irgendwie zuerst mal versucht zu ermöglichen und auch dann halt am Leben zu halten. Ja. So, also jetzt mal weg von diesen nüchternen Zahlen. Das ist ja, aber das wäre, glaube ich, jetzt die rechtliche und auch die wirtschaftliche Grundlage, ne, Ja, und dafür. ne, es gibt so eine Art Oberhaupt und noch ein Co-Oberhaupt, ein CEO und ein Co-CEO. Genau. Früher wäre es der Patriarch gewesen, ne, so im Oder die Haus. Matriarchin, ne? Ja, wobei der Patriarch ja, ich sag mal, meist früher eher ein Thema war, als dass die Frau das Sagen hatte, ne? Das ist die Story müssen wir jetzt nicht den Teppich müssen wir jetzt nicht ausrollen, aber heutzutage ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Thema im modernen Alltag. Und die Eltern haben aber im Gegensatz zu normalen Arbeitnehmern ja eben nie frei. Ne? Das ist nochmal vielleicht ein Ja. Unterschied zum klassischen Unternehmen. Oder man Ja. könnte sagen, als Oberhäupter könnte man auch sagen, bei einem Unternehmen, ja, der Chef hat eigentlich auch nie frei, der muss auch dauernd erreichbar sein. Ja. Vielleicht geht's doch der Vergleich, ne? Ist ein ganz Ja. interessanter wahrscheinlich. Ja, das passt. Ja, ich denke, man kann jetzt einfach bei den Kindern einfach mal sagen, okay, alles klar, nee, stopp, ne? Kein Bock. Ich habe jetzt was anderes zu tun. Das funktioniert ab einem gewissen Alter. Ich sag mal, dann muss man halt gegebenenfalls auch mit Kollateralschäden rechnen, wenn man die Kinder zu lange dann allein lässt. Je nach Alter, ne? Nee, aber ja gut, ich sag mal, wir sind ja jetzt momentan aus dem Gröbchen auch draußen, sage ich mal. Die drei bei uns, die können sich ja wunderbar schon selbst bespaßen. Da muss man nicht den ganzen Tag hinterher rennen. Das kommt ja bald erst nochmal, ne, dass man wirklich auf alles aufpassen muss. Ihr seid ja jetzt gerade in der heißen Phase, ne? Konstantin macht ja bestimmt auch schon jetzt dass die Wohnung unsicher, oder? Och, so ein kleines bisschen. Ja, und das ist ja bei uns, diese Phase ist ja bei uns momentan rum. Jetzt bis Nummer 4 irgendwann dann nächstes Jahr um diese Zeit wahrscheinlich damit anfangen wird, ne? Wobei allerdings, dann ist es so, dann kann man die Ältesten auch mal hier und da schon mal ein bisschen aufpassen lassen, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt am Kochen wäre, kann einer der anderen da schon ein Auge drauf haben. Und das ist halt sowas, wo ich ja wirklich sagen muss, aus der Erfahrung von bisher jetzt drei Kindern, ab Nummer 2 ist es Routine, ne? Wenn die dann noch ein bisschen enger aufeinander sind, wie das bei uns ja der Fall ist mit dem Abstand von 2 und dann nochmal 3 Jahren zum nächsten, war das nie ein Problem, ne?
Und auch Ja, aber jetzt. hier jetzt mal ran ans Nähkästchen bei Ja. Familienbetrieb Woll. Ja. Wenn ihr das gemacht habt, wie oft sind denn dann so diese klassischen Fails herbei herausgekommen, nach dem Motto, passt du mal auf deinen kleinen Bruder auf, ich muss mal hier jetzt das und das machen, und dann kommst du nach einer halben Stunde in den Raum und dann haben die beiden halt zusammen, weiß ich nicht, mit Wachsmalstiften das Zimmer neu arrangiert oder keine Ahnung, was veranstaltet oder haben Ja, ja. der Kleinste wurde von den beiden Älteren mal schön ins Klo getunkt oder und dann so, ja, wir haben auf ihn aufgepasst, er lebt doch noch. Ja, so ungefähr. Nee, also da muss ich sagen, Letzteres ist Gott sei Dank eigentlich noch nicht passiert, dass da wirklich was groß Schlimmes passiert. Aber richtig, das andere ist schon mal durchaus passiert. Wir hatten Leon mal längere Zeit, da gibt's mehrere Storys eigentlich, aber einmal quasi, als wir unser Haus gebaut hatten. Ne, also wenn wir jetzt ja wohnen, haben wir früher ja vorher nebendran gewohnt noch, ne, im Elternhaus quasi, in meinem Elternhaus. Und dann waren wir irgendwas am Machen. Es ging ums Tapezieren, ne, der einzelnen Räume. Und Leon war plötzlich verschwunden. Und wir hatten halt dann Liam eher im Auge. Leon war damals ja schon fast 4 Jahre. Und dann hat er angefangen halt in der Zeit dann sein Zimmer schon mal zu bemalen, ne? Mit Farbe und Stiften. Und von dieser ersten Wandbemalung habe sowohl ich ein Bild gemacht als auch mein Schwiegervater. Und witzigerweise haben wir beide die gleiche Idee gehabt, nämlich ihm das dann zu Weihnachten quasi zu schenken. Wobei wir uns da Gott sei Dank noch vorher abgesprochen haben. Also wir haben es nur einmal jetzt. Volker hat dann halt ihm das Bild als also diese Zeichnung, die er an die Wand gemacht hat, quasi dann mit im Photoshop quasi dann halt aufbereitet und halt dann so als Bild, das er an die Wand hängen kann, halt dann geschenkt. Und von daher ist dieses Gemälde nach wie vor der Nachwelt erhalten. Ne? Ist eigentlich ganz cool. Andererseits haben sie vor kurzem erst, das war, also was heißt vor kurzem, das war jetzt vor einem Dreivierteljahr ungefähr, haben sie Hinweis an die Wand oben im Flur gemalt, wer wo wohnt. Ne? Also wessen Zimmer quasi das ist. Das ist natürlich mit Edding, dass man es halt auch nicht abbekommt, ohne es neu zu streichen. Also sowas passiert, klar. Aber das sind ja Bagatellen, Petitessen, schöner Gruß nach Göttelborn, zu Jan Hemmer, unserem Deutschkollegen, der das Wort ab und Ja, an wie mal immer, liebe benutzt. Grüße an die Deutschfachkonferenz. Ja. Vielleicht wird heute mal jemand anders von unseren lieben Deutschkollegen auch mal dran glauben müssen als kleiner Wink oder Vergleich. Nicht immer nur Göttelborn oder Miss Ah, safe. Eieiei. Ja. Ja, Stefan haben wir schon gehabt, ne? Also die Grüße nach Bubach-Kalmesweiler gingen auch Ich habe schon. da auch noch jemanden, der wird auch noch gleich irgendwann dran glauben müssen. Er wart's nur mal ab. Der musste bisher noch nicht dran glauben. Der muss noch mal ran. Aber wir gehen weiter im Takt. Und zwar Ja. jetzt natürlich auch immer wieder. Du hast eben schon den Hashtag F. Corona gebracht. In Ja. Corona-Zeiten. Wie strukturiert ihr aktuell den Alltag? Wir haben ja den Schülern jeden Tag Unterrichtsangebote und Material und alles vorzubereiten und zig E-Mails oder Sachen auf irgendwelchen anderen Portalen zu verwalten und dann noch den anderen Schriftverkehr mit Schulleitungen, Abteilungsleitungen, eventuell auch noch Eltern. Und dann muss man aber auch noch, man ist ja zu Hause und man steht greifbar immer zur Verfügung für den Familien- und KKG-Alltag. Und wie strukturiert ihr das denn zu Hause aktuell? Ja, also wir haben das ein bisschen lockerer jetzt als in der normalen Schulsituation. Das heißt also nicht jetzt, dass wir wie normal irgendwann gucken, dass die Jungs dann um 6:30 oder so aufstehen. Ne? Die können dann ruhig ein bisschen länger pennen, irgendwann zwischen 7 und 8. Die müssen ja nicht in die Schule fahren, ne? Mit dem Bus, sondern die können ja quasi ja hier direkt an die Arbeit. Und dann, da ist ja überraschend, der Mittlerste, ne? Liam, eigentlich so der Wüterich, der hat jetzt zum Beispiel die letzten beiden Wochen wirklich ganz konstant sich direkt an die Hausaufgaben gesetzt, ne? Diese bekamen und daran gearbeitet, ne? Und war da wirklich in einem Highspeed fertig, also richtig, richtig gut aus eigenem Antrieb heraus.
Ja, und mein Ältester, der ist halt so ein bisschen träge, der hat so meinen Arbeitsrhythmus, ne? Also, wir fangen ja bei uns in der Schule normalerweise zur unchristlichen Zeit 7:30 Uhr an. Das ist ja für Furchtbar, jeden, ja, das ist furchtbar. wirklich zum Kotzen, für jeden mit Familie, der durchaus mal die eine oder andere kurze Nacht hat, ne? Und mit einem Biorhythmus, wie ich ihn habe, nämlich dass ich eigentlich erst abends ordentlich arbeiten kann, ist das natürlich absolut tödlich. So, und Leon hat ungefähr diesen Rhythmus und wacht dann irgendwann so gegen 8 Uhr abends dann zum blühenden Leben auf, und morgens muss man ihn ein bisschen dazu mehr oder weniger prügeln, dass er was macht. Wobei das auch tagesformabhängig ist, ne, wie bei jedem. Mal klappt es richtig gut, mal halt weniger. Dann gucken wir erstmal irgendwann so circa 9, halb 10 frühstücken. Dann geht es halt weiter mit dem Restprogramm. Ich versuche mich dann auszuklinken, wenn es geht, und dann halt mein Kram schon eventuell vorher oder halt danach nochmal anzugehen. Das dauert ja auch, bis, du hast ja eben schon angedeutet. Also mein Arbeitsrhythmus endet dann auf jeden Fall irgendwann so erst um 3 mit dem regulären Kram. Ja, da kommt einer der Jungs vielleicht mal dann auch zu mir ins Arbeitszimmer, setzt sich da an den zweiten Tisch, der noch da ist, und macht dann was. Dann gucke ich mal drüber. Bei größeren Problemen reden wir auch dann mal gemeinsam drüber oder gehen die Übung gemeinsam durch. Dann nachmittags irgendwann nach dem Kaffee kommen dann die Leseaufgaben. Leon liest da gerade momentan so ein Buch, das er in der Schule ausgeliehen hat. Er hat da so Aufgabe, jeden Tag 10 Minuten zu lesen, und Liam bekommt immer so Leseblätter. Ja, also von daher, das ist so der, dann geht es halt an Spielen. Ne? Die Jungs spielen den ganzen Tag dann sonst meistens Fußball, wenn das Wetter so gut ist wie heute jetzt. Wir haben ja so einen kleinen Platz, und wo sie halt sich austoben können. Tristan macht da eifrig mit, obwohl er immer noch den armen Gips hat, aber damit kommt er wirklich wunderbar klar. Ja, und so versuchen wir das halt irgendwie. Also wir haben schon eine klare Struktur, die meistens wie überall sonst schon mal halt Strukturen hat, durch die Pausen gekennzeichnet sind, ne? Indem man halt sagt, Frühstück, Mittagessen, Kaffee trinken, Abendessen. Okay, also relativ locker höre ich daraus und auch so ein bisschen Ja. jonglieren zwischen deiner Arbeit, das heißt Sachen, die du machst, die ich ja eben schon erklärt habe, Ja. und dann aber auch Sachen, wo du dann eben deinen Jungs Unterstützung anbietest für die Sachen, die sie wiederum von ihren Schulen, von ihren Lehrern bekommen haben und so. Ja, klar. Also Bleibt ist jetzt es aus. lockerer, zum Beispiel. Bei anderen oder vielen ist es ja so, die haben klare Homeoffice-Zeiten, vor allem auch bei, also vor allem auch die ganzen Nichtlehrer da draußen, die, wo glaube ich teilweise auch das sogar, also mehr oder weniger kontrolliert wird, oder habe ich auch schon ein paar Stories von gehört, die dann wirklich ihr Homeoffice da irgendwo zu Hause einrichten müssen. Es hat ja auch nicht jeder ein Arbeitszimmer, je nachdem, ne? Ja. Und da laufen dann die Kinder zwischendrin oder die Haustiere auch noch irgendwo rum, oder du musst aber durchgehend also deine Arbeitszeiten erfüllen, ne? Ey, Es da gibt's ja ist bei uns ja mehrere. ein bisschen auch schon flexibler. Ich meine, es das heißt auch bei uns, wie sonst auch im Lehrerbusiness, dass du auch in deinen Urlaubs, also Ferienzeiten und auch abends oder nachts noch und sonst wann eventuell auch noch Sachen machst, was ja normale Ja. Arbeitgeber in der Regel nicht tun. Das ist ja immer das Ding bei uns als Lehrern. Wir sind übrigens dabei auch in der Kategorie angekommen, merkst du, ne? Ja. Morgens recht, mittags frei. Ja, aber also es hat Vor- und Nachteile, denke ich, ne? Ja, es gibt ja auch Untersuchungen zum Homeoffice, ganz viele eigentlich sogar. Und ich unterrichte das ja bei meinen Technikern, ne, wenn ich da noch die Technikerausbildung ja mache, Wochenends, dass es ja so ist, dass eigentlich im Regelfall bei Homeoffice der Mitarbeiter der Gearschte ist, weil der Endeffekt mehr arbeitet im Regelfall. Also die Prozentzahl derer, die quasi weniger leisten, die gibt es natürlich, aber die ist so verschwindend gering, dass man eher Burnout gefährdet ist, wenn man Homeoffice macht. Ne? Das ist also quasi die Message. Und aus dem einfachen Grund, ja, also nur der rüdeste, wie soll ich sagen, Führungsstil-Fanatiker der alten Schule mit klarer Hierarchie wird quasi den Arbeitnehmer gängeln durch Videokonferenz oder sonst irgendwas. Ne? Also das ist ja im seltensten der Fall eigentlich. Aber derjenige, der quasi Homeoffice machen kann, hat normalerweise ein Privileg, ja, ne? Das ihn ja von anderen abhebt. Und um das zu erfüllen, ist die Motivation, mehr zu leisten,
kurioserweise viel, viel größer, weil man immer denkt, oh Mist, scheiße, ich muss ja was liefern, ne? Ich bin ja gar nicht auf der Arbeit, aber ich muss was Ja, liefern. ich glaube, das geht auch ein bisschen einher mit den Untersuchungen, die man ja auch schon gesehen hat, oder in anderen Ländern, die es schon praktizieren, eine reduzierte Stundenwoche, also zum Beispiel nur eine 30-Stunden-Arbeitswoche, Ja. oder so als Standard, das dann teilweise ja auch gesehen wurde oder auch schon deutlich gemacht wurde, dass die Leute in der Zeit sogar genauso produktiv, teils eventuell sogar noch produktiver sind. Weil sie sich, weiß nicht, vielleicht einerseits ein bisschen den Druck haben, dann wirklich in der etwas weniger zur Verfügung stehenden Zeit ihre Sachen abzuliefern. Andererseits aber auch vielleicht generell motivierter und positiver gestimmt sind, weil sie Ja. einfach wissen, ich habe mehr Zeit von der Woche jetzt auch noch für andere tolle Sachen. Meine Arbeit endet früher und das ist ja irgendwie geil für mich. Ja. Ne? Geht so ein bisschen wahrscheinlich auch damit einher. Und auch ein bisschen wiederum damit, wir haben ja eben schon die sehr schlimme Zeit, um 7:30 Uhr mit der Arbeit oder der Schule anzufangen, was echt einfach Bäh. etwas zu früh ist. Und wenn mein Kollege André, der ja ein Freund des, der, als Historiker auch des preußischen Ordnungs- und Disziplingeistes ist, oder Ja. das, also auch, das ist auch sowas Preußisches, dieses im Deutschen, ja, um 7 Uhr fange ich an zu arbeiten oder um 7:30 Uhr spätestens und so, dass das ja schon so ein bisschen, naja, überholt ist. ja, also, ne, also wie gesagt, das heißt, das typisch Preußische ist ja nicht unbedingt jetzt das frühe Arbeiten, aber klar, sagen wir mal, Friedrich der Große zum Beispiel hat ja auch ganz, ganz stringenten Plan gehabt, ne, dass der quasi vor Tag immer aufgestanden ist und da schon seine Runden gedreht hat, ne? Das ist natürlich jetzt 300 Jahre später fast nicht mehr zeitgemäß, ne? Weil Work-Life-Balance spielt ja einfach auch eine ganz große Rolle. Gut, wir haben auch nicht die Verantwortung für ein ganzes Land zu tragen, ne? Das ist vielleicht auch nur momentan unser Bonus, ne? Nee, auch wenn wir ja Staatsbeamte sind, aber wir Ein tragen nur so ein bisschen was mit auf unseren Schultern, wenn überhaupt. kleines Rädchen, kleines Rädchen. Ja, aber sagen wir, ne, der Rhythmus, aber auch, das ist immer bei unserer Familie, die gibt ja den Rhythmus vor. Und wenn du dann so eine Konstellation hast wie wir, ne, also Leon habe ich eben ja schon als Langschläfer, ja, der abends dafür nicht ins Bett geht, ja schon quasi charakterisiert, ne? Und Liam ist halt genau das Gegenteil, ne? Der könnte morgens um 5 Uhr Bäume ausreißen, ne? Und steht dann schon Gewehr bei Fuß und ist von einem auf die andere Sekunde eingeschaltet, ne? In Modus 100%. Aber geht dafür halt abends zwischen 8 und 9 Uhr im Regelfall einfach aus. Ne? Ja, ich erinnere mich immer noch gerne an dieses Zitat von dir, der geht abends aus. Bupp. Ja, zack und weg. Wie so ein Duracell-Hase, wenn man ihm halt hinten den Knopf Genau. ausschaltet. Plopp. Und genau wie dieser Duracell-Hase, wenn der nur eine Batterie bekommt, ist der halt genau nur bei, ne? Genau, morgens ist die Duracell-Batterie dann wieder voll Wieder am voll. Start. So, und Tristan ist halt so mit drin. Ja, aber dadurch hast du ja quasi schon. Ja, einer ist morgens auf jeden Fall wach, ne? Und der andere geht abends einfach nicht ein. Das heißt also, du musst ja gucken, dass du das irgendwie gehandelt bekommst, ne? Ja, Jetzt, also die ja. Unterschiede sind also, wir sind halt einfach so verflixt individuell, ne? Aber ich Ja. habe auch noch neulich gehört, dass einfach heutzutage diese typischen Strukturen, also wann man klassischerweise ins Bett geht oder einschläft, so im Durchschnitt gesehen, Ja. so in unseren westlichen Industrienationen, wie auch immer, Ja. und wann man morgens eigentlich aufsteht oder wann man morgens eigentlich leistungsfähig ist, dass sich das einfach verschoben hat. Und das ist ja auch klar in unserer Welt, die ja heute einfach eine ganz andere ist als noch zu Zeiten des alten Fritzens, ne? Zum Beispiel, ja. Und zwar, ich habe sogar irgendwo, glaube ich, stand irgendwas von 1 Uhr nachts oder so, oder was eigentlich so die so eine typische Zeit geworden ist, wo Leute heutzutage einschlafen oder ins Bett gehen. So im Durchschnitt. Und dementsprechend ist es ja klar, dass du dann nicht unbedingt um 6 Uhr morgens aufstehst. Nee, es ist ja auch Und einfach das nicht Problem ist nötig. natürlich dann, wenn Leute diesen Rhythmus aber haben, dass sie eigentlich erst so ab 0 Uhr irgendwann sich Richtung Bett mal allmählich orientieren, Ja. aber doch morgens so früh raus müssen, ne? Ja, klar, Und dann ja. ist man natürlich eventuell auch mal gerädert. Also, ja, ich habe das ja ab und zu mal gemacht, dass ich, also schon 3 oder 4 Mal, dass ich zum Beispiel zu Europapokalspielen oder DFB-Pokalspielen nach Leverkusen gefahren bin unter der Woche und dann morgens ja Unterricht hatte, ne? Und wenn das Spiel um 20:45 Uhr ist, ne, oder um 20 Uhr, ist ja völlig egal, und dann kommt man irgendwann zwischen, ja, bestenfalls
ja, 13:30, ne, wenn es ganz gut läuft, eher so um 3 Uhr dann zu Hause an, ne? Und dann geht es morgens um 5:30 Uhr, rappelt noch der Wecker. Das ist schon Also das, ambitioniert, ne? also ey, weißt du, wann ich so eine Späße das letzte Mal gemacht habe? Wann? ich glaube, das war so 2009, so Rock am Ring, ne? Wo Okay. du halt da so hinfährst und du hast aber nächste Woche irgendwie Klausuren und oder hast ne, musst früh raus danach dann und in der Woche, die du da verbringst oder die 5 Tage, die du da verbringst, da schläfst du ja in den 5 Tagen so viel wie sonst in Ja, einer klar. Nacht. Und weil irgendwo hat immer jemand die fette Anlage mit Scooter ne, die ganze Nacht die Hitlist durchlaufen gehabt. Und jo, und dass ich sowas, das könnte ich gar nicht mehr. So. Ich bin ja schon, das haben wir ja auch schon mal thematisiert gehabt, ich bin ja schon, mich macht schon übelst fertig, nur nach Luxemburg auf ein geiles Konzert vielleicht zu fahren, was dann aber in der Woche ist. Und ich habe am nächsten Tag aber ab der ersten Stunde Unterricht. Das ist für mich dann schon so, oh nee. Ach je. Ja, da bin ich so eine Mimose, das gebe ich auch zu. Na, ist okay, ist ja okay. Aber vielleicht noch ein historischer Fakt nochmal zur Schlaf- und Dienstgeschichte, ne? Das ist ja im Ersten Weltkrieg ein unheimliches Problem gewesen. Also die ersten 2 Jahre hat das gedauert, also 1914 und 1915, bis die oberste Heeresleitung, aber nicht nur in Deutschland, auch bei den anderen, bei den Franzosen und Engländern war es ähnlich, gemerkt hat, dass man in dieser Kriegssituation, diesem Stellungskrieg, diesen stupiden Kasernendrill nicht aufrechterhalten kann, im Sinne von, dass die Leute tagsüber nicht schlafen dürfen, ne? Sondern dass die gefälligst nur nachts schlafen dürfen. Aber Problem ist, in diesem Stellungskrieg im Ersten Weltkrieg konntest du ja nur nachts auch arbeiten. Das heißt also, die Schlafzeiten der Kompanien sind, oder der einzelnen Leute sind auf 1 bis 2 Stunden innerhalb von 1 bis 2 Tagen sogar teilweise zusammengeschmolzen. Ne? Und das hat man ja sehr spät revidiert, dass das eigentlich völliger Blödsinn war. Ne? Weil man halt an einem starren System festgehalten hat. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, was wir eben schon mal hatten, dass so ein starres Festhalten auch nicht mehr zeitgemäß wäre. Ne? Einfach zu Ja, sagen, und ich. deswegen ja zum Glück auch nicht in Familienstrukturen, Genau. zu moderneren, auch im Vergleich kommen wir gleich, aber ich schließe mich mal ausnahmsweise mal an dich nochmal an mit so einem Militärbeitrag, da du ja auch gerade da so ein Inselchen aufgemacht hast. Ja. Und zwar, wusstest du, warum U-Boot-Matrosen, U-Boot-Fahrer im Durchschnitt immer relativ fettleibig sind? Das ist nämlich auch genau das Thema, ähnliches Thema, der Schlaf, wenn du halt da unter so und so viel Meter unter Wasser unterwegs bist und der Druck und überhaupt die ganze Situation da in so einem engen Kistchen da zu tuckern, ne, unter Wasser, da ist es mega schwer, ordentlichen Schlaf zu finden. Ja klar, Und ja. auch die U-Boot-Besatzungen sind natürlich auch so, das kann man sich vorstellen, da hat jeder einen ganz klaren Job, da die haben nicht jeden, die haben da nicht genügend Platz, um so viele Matrosen zu ne, drin zu haben oder wie sagt man Soldaten. Ja, doch, sind ja Matrosen Ist auch, ne? immer ja, also sind Marinesoldaten halt, ja, klar. Marinesoldaten, die dann sich auch gegenseitig immer gut abwechseln können mit allem, sodass alle genug schlafen und ausruhen können. Das geht dann da auch gar nicht, weil die Gänge und die Kämmerlein, die man da an so einem U-Boot hat, die sind ja auch alle verflixt klein. Und dementsprechend haben die einfach sehr wenig Schlaf. Ja, Und klar. einer der wichtigsten Männer, ich habe da mal so einen Bericht gesehen, ist ganz klar der Koch. Also der einfach die Leute die ganze Zeit mit Essen versorgt, weil die einfach dieses Schlaf- und Energiedefizit über Essen reinholen müssen, weil es sonst einfach gar Ja, nicht geht, wenn die auf so einem Tauchgang sind, der, weiß ich nicht, über Tage oder Wochen geht, ne? das kommt drauf Ja. an. Ja, das kommt drauf an. Also, wenn du jetzt, ich weiß nicht, welches Beispiel du jetzt hattest. Also, ich sag mal jetzt im Zweiten Weltkrieg, ne? Die Nee, ich meine, das ist auch U-Boot-Besatzungen. aktuell, also aktuell, jetzt nicht im Ja, Zweiten klar. Weltkrieg. Aber im Zweiten Weltkrieg ist ja so, dass diese U-Boot-Besatzungen in den letzten beiden Kriegsjahren ja teilweise über Tage nicht mehr auftauchen konnten, aufgrund der alliierten Luftüberlegenheit, ne, und Überseeüberlegenheit, sodass sie auch über so Schnorchel-Luft in das Ding rein irgendwie pumpen mussten, ne, und den Müll und sowas durch die Torpedorohre rausgeschossen haben. Also, dass man sich dann auch vorstellt, dass man sich ja eine Koje mit einem anderen noch mindestens teilt. Ne? Das heißt also, wenn der eine Dienst hat, schläft der andere im Bett und dann umgekehrt, ist das wirklich nicht gerade unbedingt
die geilste Vorstellung, aber da sind wir bei einem Punkt, ist das dann, ne, die Frontfamilie, in dem Fall im U-Boot, Wird man da ne? auch zur Familie, ne? Im Ja, U-Boot. aber vom Prinzip her funktioniert das ja genauso. Und das ist ja auch was, was viele ja auch beschreiben, dass diese Kameradschaft sowas Familienähnliches ist, ne? Ah, okay, ja. Also Ernst Jünger hat das in der Erzählung Sturm eigentlich auch sehr schön beschrieben, wie da so eine Frontfamilie entsteht und dass die genau die gleichen Rollen hat wie eine normale Familie halt auch, ne? Dass sich das einfach im Laufe der Zeit herausbildet. Und Ja, das ich ist dachte eigentlich jetzt ganz auch witzig. im Westen nichts Neues, dachte ich auch so ein bisschen jetzt gerade. So ein bisschen, dass Ja, gut. da man Ja. so ein bisschen auch zusammengeschweißt wird oder so, ne? Ja, klar. Und das sind ja Verbindungen, die über die Dienstzeit hinaus immer die Leute ja auch geprägt haben, ne? Also wer gemeinsam irgendwas durchgestanden hat, hat sich auch nach dem Krieg immer noch mal getroffen und sich verbunden gefühlt, ne? Das ist also ja, wie gesagt, ein ganz anderes ja, auch ein Familienerlebnis vom Prinzip, das sich da entwickelt. Das ist ähnlich wie bei, ich sag mal, modern gesprochen, jetzt holen wir jetzt mal das Fußballbeispiel, damit wir nicht bei Fußball sind. Ah, ich wusste so, ich wusste genau, dass es kommt. Ich wusste es. Aber wenn du eine richtig geile Mannschaft hattest, ne, die halt auch durch dick und dünn zusammenging, dann sind diese Verbindungen auch noch nach Jahren intakt, ne? Und das löscht man auch nicht einfach so aus. Und das habe ich durchaus bei meiner legendären Wemazia-Mannschaft, zu der ich 2002 gewechselt, 2001 gewechselt bin. Ne? Und 2001, 2002, wenn man sich da trifft, das ist so, als hätte man gestern noch zusammen auf dem Platz gestanden. Ne? Das ist eigentlich ganz witzig. Naja. Ja, aber ich habe eben eine sehr, sehr tolle Überleitung mir überlegt, dass wir jetzt hier nochmal rauskommen aus der Ja. Militärfamiliengeschichte. Und zwar Müll aus dem Torpedorohr rausschießen ins Wasser. Wäre das eine schöne Überleitung zum Getränk des Trink des Tages? Tages, ja. Also ich bin gerade erstaunt, welche Dynamik diese Folge angenommen hat, ne? Weil von dem, was ich aufgeschrieben habe, und ich glaube, was du auch aufgeschrieben hast, ist fast gar nichts bisher gesprochen worden. Wir haben über ganz viele andere Sachen irgendwie geredet, aber eigentlich ganz cool. Ja, Getränk des Tages. Ich gebe mal einen Hinweis. Und zwar ein halber Granatapfel, zwei Blätter Minze, 100 Gramm Himbeeren, 2 Esslöffel Ahornsirup, 1 Liter frisches Wasser. Was ist das? Das ist schon mal keine Bloody Mary, also das kann ich sagen. Genau. Nee, das ist ein Rezept für eine Granatapfel-Himbeer-Limonade. Und das Getränk, und das habe ich ja auch neben mir stehen, das habe ich heute Morgen frisch zubereitet. Und auch eine Orangen-Zitronen-Limonade, über die allerdings die 3 eben schon genannten kleinen Volts hergefallen sind. Ja, und zwar Limonade. Warum Limonade? Und das ist ganz einfach. Während meiner Recherchen bin ich auf einen Artikel des Merkurs gestoßen, der die Situation auf den Wiesen, also auf dem Münchner Oktoberfest 2017 beschreibt, mit der Überschrift Wirte verstecken das Familiengetränk. Ja. Und zwar ging es damals darum, dass es keine Deckelung beim Bierpreis gibt, aber dafür soll für jeden ein günstiges Getränk angeboten werden. Also, dass sich jeder leisten kann, damit halt damit man als Familie auch auf die Wiesen gehen kann. Und das hat man halt festgelegt, irgendwie, dass für 3,50 € ein Getränk angeboten werden sollte. Und das soll nach Möglichkeit alkoholfrei sein und einen halben Liter haben. Ne? Ja, Ja, auf der Wiesn, da brauchst du unter einem halben Liter gar nicht erst anzufangen, ne? Egal, genau. was du trinkst. Und da stelle ich mir selber vor, wie meine 3 dann einen halben Liter Limo vor sich haben. Aber genau das ist der Punkt. Also viele Wirte haben einfach das Ding nicht ausgezeichnet, ne? Sondern halt so Sachen gemacht wie Kinder-Kombi-Angebot oder Kinder-Limo für 3,50 €, ne? Aber Familiengetränk oder sowas haben die wenigsten Wiesenwirte dann auf ihrer Liste gehabt. Aber wenn es das gab, war es im Regelfall auch genau das, nämlich Orangenlimo. Ne? Oder Ah, halt und das, ja, okay. Limo allgemein. Limo, ja. Limo ist So, auch so ein und deutsches Getränk, ne? Limo. ja, aber Limonade an sich schon nett, das ist, glaube ich, auch Also so ein Ami-Zeug, oder? Familiengetränk, ja. Ja, genau. So, und deswegen jetzt, wie gesagt, das Orangenteil ist ja schon fast weg, aber ich hab auch hier extra einen Strohhalm und Eis und werde jetzt mal testen. Ja,
Und es schmeckt gut. Kommt auch gut Kann ich. zum Grillen. Ich meine natürlich AKA Schwenken. Ja, schwenken. Oh, gestern haben wir aber gegrillt, nicht geschwenkt. Ja, da gibt es ja einen kleinen, aber feinen Unterschied, aber ja. Nee, aber das ist, kann ich nur empfehlen. Das Rezept ist eigentlich ganz einfach. Man muss halt nur gucken, dass man die Kerne der Granatäpfel und der Himbeeren halt dann nochmal irgendwie siebt. Das habe ich auch getan. Man muss vorher halt mixen, ne? Und dann den Saft nur nehmen und dann quasi aufgießen. Ja, super. Ja, kann ich nur Schön, empfehlen. was du Getränk alles des kannst Tages. und auch mal wieder ein Erstaunen, was André Woll als Big Familien-Daddy immer noch alles so macht in seinem Familienunternehmen. In der Casa Woll in Downtown Schiffweiler. Ich habe eine kleine Anekdote auch passend dazu zum Getränk, also Getränk mit Familie trinken und dann, und zwar waren wir, als ich klein war, wir waren im Urlaub in Portugal mal und ich kann es nicht mehr genau. Wie wir zusammenbauen, wie die genaue Geschichte war, aber auf jeden Fall waren wir lange unterwegs zu Fuß und total fettig und ich war auch wohl schon sehr, sehr quengelig und als kleines, dickes Kind quengelig und lange zu Fuß unterwegs. Da weiß man dann als Vater, wenn wir jetzt irgendwo einkehren, dann was auch immer der will, das muss ich ihm jetzt geben, sonst macht er mich einen Kopf kürzer. Und dementsprechend kamen wir dann doch irgendwie dann noch irgendwo an in einer kleinen Kneipe oder was auch immer, nachdem wir viel zu lange Fußmarsch hatten über uns ergehen lassen müssen oder uns verlaufen hatten, ich weiß es nicht mehr. Und dann kam ich da nur so rein, guck auf die Theke und da stand einfach so ein Riesenglas, irgend sowas. Aber also, das war, glaube ich, eher so dekomäßig. Das war wirklich, also aus meiner Erinnerung war es riesengroß, aber ich war natürlich auch klein. Also es war bestimmt ein Literglas oder sowas. Und Ja. mein Vater guckt mich an und ich gucke dieses Glas an und ich sage zu ihm nur, quasi sinngemäß, ich will Cola aus diesem Glas. Und dann habe ich mich hingesetzt an den Tisch. Und ich weiß nicht, was mein Vater dann hingekriegt hat. Also er kann ja kein Portugiesisch. Aber irgendwie hat er es hingekriegt zu deichseln, dass dann dieses Riesenglas voll mit Cola bis oben hin dann im Endeffekt vor mir stand. Und wenn jetzt noch jemand wissen will, warum ich immer erzähle, ich war ein kleines, dickes Kind. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, sehr schön. Nee, das ja. Aber Cola ist ja so eine Frage, ne? Also unsere Jungs bekommen keine Cola. Also Leon hat einmal jetzt in dem letzten Jahr Cola getrunken. Das war, als wir aus unserem Urlaub heimgeflogen sind. Hat er am Flughafen, hat er, damit er wach ist, wach bleibt, er wollte wach bleiben, hat er halt dann mal einmal Cola trinken dürfen. Ansonsten sind die da für uns noch ein bisschen zu jung. Aber wobei Ja, ich Leon. glaube, ich würde es auch so machen, also da generell eine Regel vorschieben. Ja. Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, das war das Getränk des Tages. Tada! Ja, ich habe auch mal wie immer was Kleines recherchiert. Diesmal gibt es keine Fünferliste, es gibt nur eine Sache und zwar das ein Prinzip, das was mit Familie auch zu tun hat. Und zwar das Anna Karenina-Prinzip. Hast du davon schon mal gehört, Alter? Spielt die Tennis oder was? Genau. Die gute Tennisspielerin, die damals mit ihrem Macker Leo Tolstoi durchgebrannt ist. Nee, ganz kurz, Schieß das los. ist ein Prinzip. Das geht auf, hat irgendeiner in den 90ern rausgebracht als erster. Und hier geht es generell darum, wie mehrere Faktoren oder Bedingungen zum Gelingen einer Sache beitragen oder auch zu einem Glückszustand und wie auch das allein das Scheitern oder das Fehlen eines dieser Faktoren einfach zum Problem oder zum Scheitern einfach führt. Und Grundlage dafür ist der erste Satz des bekannten, ja auch Familienromans Anna Karenina. Der geht so. Hier gibt's schon mal das erste Zitat von mir. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Ein gewisser Jared Diamond hat 1997 da mal, also das ist so ein Evolutionsbiologe gewesen und ein Buch rausgebracht und das hat er dann im Prinzip, da ging es erstmal nur um Tiere, aber später wurde das halt auch für die Familienpsychologie und für andere Sachen halt genutzt, um einfach zum Beispiel jetzt zu sagen, bei der Familie, für eine glückliche Familie, was gehört da alles dazu für Faktoren, Geldfragen, Kindererziehung, Religion, die Schwiegereltern und so weiter und so weiter.
Und wenn nur einer dieser Faktoren irgendwie einfach nicht stimmt, dann wird es keine glückliche Familie sein oder dann wird es auf lange Dauer, wird diese Familie keinen Erfolg oder kein Fortbestehen in dieser Konstellation haben. Das also jetzt nur mal so als Beispiel. Und das wäre das Anna Karenina-Prinzip. Okay. Jetzt gehst du gerade alle Faktoren durch und überlegst bei dir, ja, warte, Geld, ne? Schwiegereltern, ja, die hassen mich, die hasse ich auch, so soll es ja auch sein, ne? Warte mal. Quatsch. Nee, weiß nicht, keine Ahnung, ja. Das, ja. Wie schätzen du das ein? Sagen wir so. Also ich Ist glaube das, ist schon, das. also ich glaube nicht, wenn einer der Faktoren, keine Ahnung, nicht 100% ist oder nicht so super ist, dass dann irgendwie komplett alles zum Scheitern verurteilt ist. Das würde ich nicht Ja, sagen. Aber nee, ich glaube glaube, ich auch wenn einer nicht. der Faktoren wirklich unten ist, so irgendwo auf einer Skala von 1 bis 10, irgendwo bei 1, 2, 3 ist oder so, Ja. dann, ich glaube, dann ist es schon schwierig. Definitiv ist dann schwierig, ja. Aber da steigert nur die Herausforderung. Na, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Klar ist es schwierig, ja. Ja, okay. Nee, das habe ich nur noch mal zum Thema Familien mal recherchiert und da fand es ganz spannend. Nee, Aber wie definitiv, gesagt, definitiv. Familienpsychologie oder kannst du auf wurde ursprünglich evolutionsmäßig ne, Ja. betrachtet. Ja. Also ich meine, klar, Familie ist jeden Tag auch ein bisschen Struggle, ne? Und Familie, je größer sie ja auch ist, umso mehr Faktoren spielen da auch eine Rolle, dass da keine große Balance immer gibt, ne? Also das öfter mal Ungleichgewicht vorhanden, denke ich. Das kennt ja auch jeder, ne? Und da sind wir bei Ja. dem Punkt vom Anfang, dass man halt sich Familie auch nicht aussuchen kann. Und klar hat man da sowas auch, schwarze Schafe, ne? Ist ja das berühmte, was man so sich dann, ist das eigentlich jetzt, naja, ist egal. Ja, dass man halt da was hat, wo nicht reinpasst, ne? Das kommt ja durchaus vor. Die Frage ist nur, wie man das handelt. Ist dann zu Weihnachten alles nochmal gut? Oder jetzt zu Ostern? Oh ja, Ostern ist jetzt ein schlechtes Thema für alle Familien, oder? Ja, das ist das. Habt ihr eine Lösung parat? Widersetzt ihr euch was heißt Anweisungen, den Empfehlungen und fahrt doch irgendwo hin, auch mit der Nee. Familie zu anderen Verwandten, oder? Nee. Das müssen wir einfach per Videocall lösen, wahrscheinlich, ne? Beziehungsweise mit Ja. meiner Mutter und meiner Schwester und deren drei Kindern können wir das ja über den Zaun quasi regeln. Ah, die Aber kommen auch ja. nicht rüber, obwohl die ein Haus neben euch wohnen. Nee, das haben wir jetzt die letzten 2 Wochen auch dann so gehandhabt, ne? Das ist Traurigerweise. ja ist traurig, aber ist schon sehr löblich, muss man sagen, ne? Also Schulterklopf bei dir hier. Ja, das ist trotzdem ziemlich schwul, ne? Also die Kinder, heute war ich kurz rüber was holen, weil im Keller habe ich ja noch so ein paar Spiele stehen auch noch. Weil die Spielesammlung zu groß ist. Ich muss das mal nach und nach dann bei uns einbauen. Und ja, da hat mein Neffe Darius hat dann noch gefragt, ja, wann kann man noch mit den Jungs spielen? Und ich sage, oh, großer, tut mal jetzt, das dauert noch wahrscheinlich, ne? Bis der Mister vorbei ist halt. Das ist schon wirklich ein ganz, ganz dunkles Kapitel. Aber vielleicht jetzt gerade zur Überleitung dazu. Anderer Ansatz, mein Freund Christopher Licht hat nämlich heute Geburtstag und der wird nämlich gleich zu seinem 36. eine Videokonferenz nämlich einberufen mit Kuchen, damit man halt da quasi so zusammen feiern könnte. Ne? Das ist quasi also der Ansatz. Ne? Ja, das machen ja auch viele jetzt auch so partymäßig oder Ja, saufenmäßig, ne? genau. Ja. Stoßen dann auch so über Video, über die Kamera dann so mit ihren Campari-Gläsern an, oder? Ja, aber das Saufen ist durchaus ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil momentan, wenn das so weitergeht, ist ja auch die Kopfwäsch für meinen jüngsten Sohn dann auch ein bisschen schwierig zu handeln. Ne? Kopfwäsch ist der Begriff. Jemanden den Kopf waschen heißt doch jemandem eine Lektion erteilen oder so, oder? Ja, aber wenn bei Neugeborenen ist es halt so, dass man halt dann quasi einen trinken geht, ne? Und dann quasi die Geburt des Kindes feiert. Oh, So, und okay. das. War bisher immer, meine Söhne waren ja bisher immer sehr vorbildlich. Die haben immer geguckt, dass sie am Wochenende auf die Welt kommen, sodass das auch gar kein Problem ist, ne? Da Party zu machen. Und die Kopfwäschen waren ja schon ja, legendär, ne? Legen, ja. Legendär, ja. Und das wird momentan jetzt ein bisschen schwierig. Das müssen wir auch irgendwie über Videokonferenz dann lösen. Ja.
Und dann, ja, auf jeden Fall, bis dorthin soll endlich der Fahnenmast auch dann stehen, den ich irgendwann mal erworben habe, aber da unsere Mauer, die wir eigentlich bauen wollten, hinten für das Grundstück abzustützen, noch nicht ganz fertig ist. Und da sollte irgendwo hinkommen, das muss ich halt gucken, wie ich das dann irgendwie deichsel, damit die Familienflagge da Die gehisst werden Flagge, kann. die Mauer, der Ja, genau, Aussichtsturm, ja. ne? Das, Der feste Neu-Löwenstein. die Zugbrücke, die Ja, Casa so. Wall, die wird Genau. irgendwann wirklich zu Castle Grayskull. Ah, nicht ganz. Ohne das schicke Skelett. Aber ja, nee. Ja, also die Familienflagge, die wird dann immer gehisst mit dem Familienwappen. Ja. Jo, und wir sehen, die Zeit verrinnt mal wieder so Ja. allmählich. Du hast ja eben Unglaublich. auch die Familie und dann die größere Familie, je größer sie wird, angesprochen. Ja. Ein Thema könnte noch sein, wenn du da was hast, so die größeren Familien, wie sagt man, am Familienbaum, Stammbaum, Verwinklungen, da findet man ja auch neben Vater, Mutter, Schwester, Bruder, Großvater, Großmutter. Ja, noch so ein Ja. paar andere Begriffe, die uns vielleicht zur Kategorie Wortleichen, nicht mehr gebräuchliche Begriffe führen könnten. Ja, und Hättest du wir da haben. einen am Start, Bruder? Ha, ich glaube, das können wir so wechselseitig machen, denn wir haben ja da, und da wird sich eventuell ja der ein oder andere Kollege jetzt dann freuen, ein richtiges, wie soll ich sagen, Massengrab an Wortleichen gefunden, ne, im Zusammenhang mit Verwandtschaftsbeziehungen. Begriffe, die man eventuell ja noch ein bisschen geläufig hat, fangen wir damit vielleicht mal an, ist zum Beispiel Vetter, was Jo. eigentlich Cousin ja ist. Das ist, glaube ich, jetzt noch ein Begriff, der noch relativ klar ist. Auch wenn die meisten wahrscheinlich nicht gedacht haben, dass es Cousin heißt. Aber okay, Wie ja, man was hier hast denn sagen du? würde, oder auch da, wo ich herkomme, Cousin. Cousin. Ja, Ja, Cousin. passend dazu, auf der anderen Seite, hätte ich die Base, Ja. die man, ja, so, die Monia behandelt, ist hier jetzt nicht um einen chemischen Begriff, sondern die Base wäre dann die Cousine, ne? Genau, also nicht BASF, sondern BASE. Genau, auch nicht BSE, aber ne. Genau, das ist noch was anderes. Und Ja, das war für bleiben mich ein neuer Begriff, den ich tatsächlich erst im Linguistikstudium auf der Uni kennengelernt habe. Also den Begriff Ah, Base hatte ich okay. wirklich noch nie vorher gehört. Ich habe das, glaube ich, irgendwo. Ja, nee, ich weiß nicht, wann ich den zum ersten Mal gehört habe. Aber ja, Cousine. Ne? Geh mal weiter. Bleiben wir noch bei engeren Beziehungen. Dann wäre es zum Beispiel, machen wir erst eine. Ja, vielleicht noch etwas geläufigere Form, mache ich dann nochmal. Oder, nee, ich mache die andere. Die andere, weiß nicht, ob du die recherchiert hast. Die Ich habe wieder die Muhme. Dame. Ah, nee, du hast die Ich Dame, habe. okay. Ich nehme die Muhme. Ja, ich nehme Ne? dann das männliche Pendant gleich. Okay, alles klar. Das wäre nämlich dann die Schwester der Mutter. Ne? Also, das ist die Tante, die Muhme, aber nur mütterlicherseits. Ne? Ist interessant. Gibt es eine genaue Trennung. Und hier zitiere ich einmal ganz kurz Mephisto aus Goethes Ja. Faust. Wie meine Muhme, die berühmte Schlange. Heißt es nicht die alte Schlange? Nee, die berühmte Schlange? Ja, ist okay. Aber richtig, ja. Sorry, wenn ich falsch zitiert habe, aber ja. Ja, weiß ich es nicht. Aber ja, richtig. Mephisto. Sehr schön. Ja. Und du, der männliche Part? Das wäre dann der Oheim oder der Oheim? Oheim. Oheim oder abgekürzt Ohm. Genau, Ohm, ja. Und Und das kriegt er jetzt selber hin, oder? Also das ist dann, ne? das ist der Der? Onkel. Der Onkel. Ja, okay. Onkel. Der Aufzeige. böse Onkel. Nee, Quatsch. Nee, der Onkel. So, wenn jetzt die, also meistens sind ja Onkel oder Muhmen, sind ja auch dann vielleicht auch die Paten eines Kindes, ne? Muss aber nicht zwingend ja jemanden sein, der leiblich verwandt ist. Und wenn es ein Pate ist, dann nennt man den auch Gevatter. Oh, okay, das ist, habe ich was gelernt. Ja. Also der Gevatter Tod ist also quasi ein Patenonkel, der einen dann aber nur einmal besucht. Und das ist natürlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Ah, ja. Ich habe noch zwei Sachen. Was hast denn du noch? Okay, ich hätte noch ja, dazu direkt passend gefragt, im Saarländischen habt ihr da noch Ja. einen anderen, also dialektalen Begriff für den Patenonkel oder die Patentante? Weil ich hätte da Ja. nämlich zwei Entsprechungen und bin mal gespannt, ob da vielleicht Ähnlichkeiten vorhanden sind. Ja, dann hau mal deine Entsprechungen raus, dann sage ich was dazu. Und zwar
ist der Patenonkel ist nicht mehr so geläufig, aber es gibt's auf jeden Fall immer noch. Da hört man auch sehr die Nähe raus. Das ist jetzt gar nicht so spannend. Das wäre der Petter. Okay. Nee, bei uns Patt einfach. Ah ja, gut, ist ja auch relativ nah. Aber der Ja. Tatenpante, Ja. bei der Pannentante, der Patentante, ist es ein bisschen spannender. Ich kann aber auch so ein bisschen herleiten, wo es vielleicht die Bezüge hat, sprachlich, historisch gesehen. Das wäre nämlich die Godi. Ja, bei uns auch. Und Also im die Go Englischen gibt also es ja den Begriff Moment. Godfather Ja, genau. und Godmother. Und da ist vielleicht die Nähe, dass man eben Godi sagt für die, Ja. ja. Wobei bei uns wird es anders betont. Also wir haben kein Godi, wir haben eine Gordi. Aber das ist man auch bei dem Trochäischen. Ah, okay, Go verstehe. Gordi. Ja, und bei uns ist das so gehandhabt. Also ich bin nur offiziell Pat bei meiner ältesten Nichte. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass alle Kinder einfach Pat sagen, ist einfacher. Und umgekehrt, meine Schwester ist auch nur beim ältesten Gordi offiziell. Aber sind auch für alle dann quasi Gordi. Ja, und dann habe ich noch was recherchiert mit der Frage, die ich mir schon öfters mal gestellt habe, wenn ich mich jetzt beziehen möchte auf den Ehepartner meiner Schwägerin, das heißt also der Schwester meiner Frau. Ja. Und da habe ich erstmal nichts gefunden. Ist halt der Ehegatte des Schwagers oder der Schwägerin. Hast du einen Begriff oder kennst du da was? Was Ist sagst das denn du nicht, da? ich weiß es gerade auch nicht, aber ist das nicht der Schwippschwager oder sowas? Schwippschwager, habe ich schon mal Ich war, gehört, den ja. Begriff, ja. Also ich hätte in dem Kontext halt noch den Eidam genannt, ne? Also mit angeheiratete Beziehung, weil das ist vom Prinzip her, ist Eidam ist der Schwiegersohn. Ne? Ah, okay. Ist das Ja. saarländisch oder ist das ein Begriff, den es historisch irgendwo? Den gibt es historisch, ja, Okay. Eidam. Schwippschwager habe ich gerade mal kurz gegoogelt. Google sagt Schwager des Ehepartners, des Bruders oder der Schwester. Naja, gut. Schwager des. Ah, okay. Ja. Aber ist der Schwager meines Ehepartners nicht dann mein Bruder oder meine Schwester? Nee, kann ja sein, dass das. Nee, Angenommen, warte. ja, nee, deine Frau hat jetzt quasi eine Schwester, ne? Und deren Mann wäre dann quasi deren Schwager und ist dann dein Schwippschwager. Ah, okay. Ne? Aber ich finde, Also. ich glaube aber ganz ehrlich, also ich hab noch nie jemanden den Begriff aktuell verwenden hören. Ne? So, Nee, also ich habe ist von ja meinem okay. Schwippschwager, also mein Schwippschwager hat mir ja noch nicht was erzählt. So, das sagt doch keiner, oder? Nee, also, ja, also wie gesagt, das ist das, ne? Das andere, der Eidam, ist derjenige Mann, der in eine Familie einheiratet und damit das Erbe der Tochter halt beansprucht, ne? Deswegen halt von Mittelhochdeutsch Eidem und Althochdeutsch Eidum. Gut, gut. Nee, Eidem muss ja das extra spreche, das Das EI. klingt fast ein bisschen gälisch oder so. Ja, so wie Liam. Ja. Ah ja. Du könntest, ja, wenn du Liam die ist. Richtung gehst, könntest du eigentlich Kind Nummer 4 auch Noel nennen, ne? Oder Noel. Nee. Frohe Weihnachten. Nee, Ja, also gut. das ist durchaus eine Kategorie, die man noch hätte können aufmachen, nämlich Namen, die im Saarländischen oder überhaupt nicht gehen. Ne? Und ja, Noel ist, also, ne, wenn es 2 Kilometer weiter, also nicht 2, aber 20 Kilometer weiter Weihnachten heißt, finde ich, das ein bisschen doof, dein Kind so zu nennen. Aber okay. Okay. Und Gut, wir sind doch wieder bei einer Stunde gelandet. Ich scheiß wollte die ja Wand noch an. einen Gruß rausschicken und zwar gilt es, die Frage, ist die Frage legitim, wie ist es mit Neid auf andere Partner, nicht Partner, Freunde und Bekannte ähnlichen Alters, gleichen Alters, die aber keine Kinder haben? Entweder vielleicht auch bewusst oder weil es halt, ich sag mal, lebenstechnisch noch nicht so geklappt hat bisher. Haben wir da auch Neid auf die oder ist so Neid überhaupt relevant, dass man dann manchmal auch denkt, jo, die haben halt auch mehr Zeit, die können ins Kino gehen und irgendwas machen, wie sie Bock haben und alles. Was denkst du darüber? Also, ich muss halt sagen, das ist, also da empfinde ich keinen Neid. Es gibt vielleicht ein und zwei Momente, wo ich mal kurz denke, okay, hättest du jetzt nicht das so, könntest du das und das machen, ne? Und da hätte ich mal noch ein bisschen mehr Zeit für dich als Paar, ne? Aber
Dafür geben die drei bei uns, bei vier, einfach viel zu viel. Ne? Und das möchte ich auch definitiv nicht missen im Alltag. Ne? Und das sagst du auch nicht nur deswegen, weil die drei auch unseren Nee. Podcast hören. Nee, da bin ich so, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und es ist ja eher so ein Bumerang-Effekt. Ne? Diejenigen, die den Zug verpasst haben, ne, irgendwann auf den Familienzug aufzuspringen, weil sie halt ihr Ding machen wollten oder weil das nur gerade nicht so gepasst hat in die Jobplanung oder was weiß ich was alles, ne, in die Selbstverwirklichungsphase von beiden oder nur einem davon. Das sind eigentlich diejenigen, die ja dann irgendwann, ne, das ist halt eine biologische Geschichte, irgendwann ist halt der Train departed, ne? Ja, und das ist, sorry, ich muss da einmal aufspringen, dazwischen springen, auf die Gleise springen. Das ist ja Ja. perfekter Moment jetzt, um den Gruß rauszuschicken, den ich schon Also. angeteasert habe. Liebe Grüße an die Deutschsprachkonferenz, diesmal explizit an unseren wundervollen Kollegen Carsten. Denkt dran, irgendwann, Ah. Ja, stimmt, irgendwann, da ist, zitiere A.Punkt Woll, irgendwann, da ist the train ja. departed. Nee, also hier, pass mal auf, ne? Denk dran. Ja, nicht nur Kosmopolit, ne, Genau. sondern auch mal ein bisschen konservativ denken, mein Freund, ne? Ja, bisschen klassisch, ne? Bisschen klassisch denken. Genau. Nee, aber das ist ja durchaus, das ist eher der Effekt, ne? Und das ist halt irreversibel irgendwann, ne? Und das ist das Katzengehen mal irgendwann groß, ne? Dafür weiß ich nicht, dafür sagen, oh, ich habe 10 Jahre aber in der Welt rumgetourt, war saugeil, weiß nicht. Ja, und daher, wenn du alt bist, fragt keiner mehr nach dir. Das würde Ah ich mal, ja, das ist auch ne? so das Thema. Wir haben ja biologisch, evolutionär, sind wir nichts mehr wert. Also ganz nüchtern betrachtet, wir haben ja unseren Zweck auf der Welt erfüllt. Ja, das In dem ist. Moment, wo wir wenigstens einen Nachkommen in die Welt gesetzt haben, ne? Also Ja. wir sind egal in gewisser Weise. Aber da vielleicht noch ein Gruß auch an Christian Weber, ne, unseren Kollegen, ne, Religionslehrer, evangelischer Theologe, der ja 5 Kinder in die Welt gesetzt hat. Also welche Daseinsberechtigung Der willst du ihm hat jetzt dann geben, ne? aber dermaßen seinen Zweck erfüllt. Aber Ja. Christian, André ist dir auf den Fersen. Pass auf, ne? Genau. So, aber du merkst, wir müssen rauskommen. Ich glaube, wir sind Ja. soweit. Wir sind doch wieder über eine Stunde. Es passiert halt Ja, einfach, scheiß die Leute. Wand an. Wenn man Und dumm sabbelt, dann sabbelt man halt auch dumm, bis man wirklich alles Pulver verschossen hat. Hast du ja. noch was zum Verschießen? Ach, das willst du gar nicht wissen. Die Liste ist wie immer noch prall gefüllt. Ne? Ich könnte jetzt erzählen, warum ich eigentlich 2 Väter habe. Ne? Nicht nur einen. Ich könnte erzählen, ja, dass ich eigentlich noch einen Stiefbruder habe, den ich aber noch nie gesehen habe. Aber das heben wir uns, glaube ich, auch für eine andere Folge. Und die Ja. Amme haben wir ganz vergessen bei den Wortleichen. Die machen wir Oh, das die, nächste Mal. okay. Ja, Die machen vielleicht wir holen wir das den nächste noch, Mal. ja, mit rein. Es wird vielleicht bald so eine kleine Jubiläumsfolge der ersten 10 Folgen geben, ne? Ja, Gibt es, ja. können wir schon mal ankündigen. Vielleicht wird es das geben. Ja. Mal sehen, ne? Und Hängt wir an kommen damit euch. jetzt Hängt an euch, raus. liebe Hörer, natürlich auch. Denn für diese Jubiläumsfolge könnt ihr uns zum Beispiel auch mal schreiben, was hat euch denn an den ersten Folgen bisher gefallen? Oder was möchtet ihr denn noch genauer wissen? Was ist euch für euch zu kurz gekommen? Gibt es irgendeine Frage, die sich nach irgendeiner Folge ergeben hat? Ne, das sind alles Dinge, die ihr gern mal uns mitteilen könnt. Ja, bitte schreibt doch mal was in die Kommentare. Vielen Dank übrigens, wir haben immerhin 2 Kommentare bekommen letztes Mal. Ja, Yay! Was wir wir haben übrigens auch. auch bekommen haben, und ich sag dir, mein Lieber, wir werden dich finden. Ich werde Liam, nicht Andres Liam, sondern Liam Neeson werde ich engagieren. Und der wird dich finden. Der wird dich finden. Wir haben unseren ersten Daumen Dislike, runtergekriegt ja, bei auf der Folge Sport. Ja. Sport, Folge 6, 5, 6, 5. Haben wir Ja. den ersten Daumen runtergekriegt. Das gibt's ja wohl nicht. Was soll denn das? Na, Ja. egal. Ja, positiv ist, wir haben eine Reaktion bei Facebook heute sogar bekommen, denn wir haben einen, der hat einen Tipp abgegeben aufs Getränk des Tages heute. Was? Ich habe ja nur ein Bild gepostet, Was hat er ne? geschrieben? Carlsberg. Ich gebe meinen Tipp mal in musikalischer Form ab. Die Schröders saufen, saufen, saufen. Lieber Jacques Bohr, nein, nicht ganz, aber wenn du die Folge ja gehört hast, war ein guter Ansatz. Ja, gut. Und damit kommen wir ans Ende. Hast du noch mahnende oder warnende Worte oder geben wir es raus? Dann komme ich nämlich mit meinem Nein, Zitat. nein, mach dein Zitat. Gut, ihr Lieben, auch das nochmal der kleine gönnerhafte Blick auf die Kommentare.
Hier kommt einer von einem sehr berühmten deutschen Familienroman, der Anfang. Den lese ich euch jetzt mal vor. Ich werde da ein Wort werde ich rauspiepsen, weil sonst wisst ihr es ja schon sofort. Guck mal, ob ihr erkennt vielleicht, um welchen handelt es sich hier. Das Zitat dieser Folge geht los. Was ist das? Was ist das? Je, den Düvel ogt, c'est la question, ma très chère demoiselle. Die Konsulin, piep, neben ihrer Schwiegermutter auf dem geradlinigen, weiß lackierten und mit einem goldenen Löwenkopf verzierten Sofa, dessen Polster hellgelb überzogen waren, warf einen Blick auf ihren Gatten, der in einem Armsessel bei ihr saß, und kam ihrer kleinen Tochter zu Hilfe, die der Großvater am Fenster auf den Knien hielt. Toni, sagte sie, ich glaube, dass mich Gott. Und die kleine Antonie, achtjährig und zart gebaut in einem Kleidchen aus ganz leichter changierender Seide, den hübschen Blondkopf ein wenig vom Gesichte des Großvaters abgewandt, blickte aus ihren graublauen Augen angestrengt nachdenkend und ohne etwas zu sehen ins Zimmer hinein, wiederholte noch einmal, was ist das? Sprach darauf langsam, ich glaube, dass mich Gott, fügte, während ihr Gesicht sich aufklärte, rasch hinzu, geschaffen hat, samt allen Kreaturen, war plötzlich auf glatte Bahn geraten und schnurrte nun glückstrahlend und unaufhaltsam den ganzen Artikel getreu nach dem Katechismus, wie er soeben, anno 1835, unter Genehmigung eines hohen und wohlweisen Senates, neu revidiert herausgegeben war. Wenn man im Gange war, dachte sie, war es ein Gefühl, wie wenn man im Winter auf dem kleinen Handschlitten mit den Brüdern den Jerusalemsberg hinunterfuhr. Es vergingen einem geradezu die Gedanken dabei, und man konnte nicht einhalten, wenn man auch wollte. Wir müssen jetzt einhalten, diesen Podcast Einhalt gebieten. Vielleicht habt ihr erkannt, auch ob der verschachtelten Sätze, von wem und auch welcher Roman das hier ist. Könnt ihr übrigens auch in die Kommentare reinschreiben. Hey, mach doch mal. Ja. Gibt doch was zu gewinnen. Ich weiß nur nicht was. So, gehen wir raus. Ja, geh mal raus. In diesem Sinne, macht es gut, euer André. Stay fresh, stay gesund. Ihr wisst ja, wie es heißt. Feuer frei, tata und tüdelü.